Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Pokémon Shadow Live, und zwar gibt es heute mal Pio, und zwar sind wir ja wieder in der Alpha hier, und heute dabei ist der gute Fast Scarfa. Hallo. Und heute benutzen wir ein cooles Team mit Felsdinger, Quillfish und Whirlipede und natürlich Kangaskhan und natürlich auch Mistweevil als Spinblocker, gebaut vom guten Metamorphosis. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal einen Kampf. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Matches in den Quillfish auch was macht. Ja, also Felsdinger ist eigentlich nur in dem Set, weil es kein Schwerttanz kann, also kein SD, und man irgendwie ein Setup braucht, ne? Ja, vor allem es funktioniert irgendwie in diesem Team einfach, weil Whirlipede eben Endeavor macht und dann kann Quillfish eben diese Boosts abgreifen. Weil die Gegner wechseln meistens nicht aus, einfach weil die denken, was soll ich jetzt mit einem 1% Pokémon? Was soll man damit? Ja, und die andere Sache ist auch, dass Felsinger auch gebufft wurde, das heißt, diese Gen ist es etwas besser, also es hat erstmal 50 Base Power und... Oh. Und es macht jetzt plus 3, wenn man das erfolgreich macht. Und das Ditto. Ja, das ist ein Problem. Vielleicht ist es ja Lefties Ditto wie letztes Mal. Ich würde sagen, wir leaden einfach mit Quillfish. Auch wenn er dieses komische Chinchino hat. Okay. Ich würde erstmal protecten. Ja, du musst schneller sein als der, damit du hier irgendwas legen kannst. Rock Blast. Er drückt Rock Blast. Wir sind auch noch nicht mal schneller als der, das ist ja das Traurige. Das ist echt traurig. Dann gehe ich am besten raus. Ich weiß. Ich brauche Pony halt nicht so dringend. Ich weiß nicht, ob Rock Blast killt. Das macht gar nichts. Ja. Als ob das killt. Nein, ich meine auf Whirlipede, weil der ist eigentlich schon ziemlich bulky, der Typ. Aber das ist ja effektiv, ne? Ich weiß nicht. Es ist halt 125 Base Power dann. Ja, okay. Ich drücke einfach Knock-Off. Ich meine, hat er einen Switch-In? Enteron. Das ist kein Switch-In. Jetzt kann ich zurück in Whirlipede gehen. Ja, okay, und nochmal probieren, hier Toxic Spikes zu legen. Okay, oh, halt Miss. Easy Miss, Alter. Das ist natürlich gut, weil wir eine Runde mehr haben, deswegen. Ja. Und ich mag die Spikes, ich mag die wirklich in dem Match. Okay, oh, das macht ja gar nichts, wow. Also wenn jetzt ein Ditto geht dann Transform und der wird ja auch Whirlipede, dann saugt er die noch nicht auf die T-Spikes, ne? Nee. Okay. Mich hier Spikes legen oder Endeavor drücken? Irgendwie, ich möchte irgendwie Spikes legen. Auch wenn ich später noch wahrscheinlich Rocks rausbekomme, aber ich möchte Spikes legen irgendwie. Ja, kann man machen. Vielleicht misst er ja nochmal. Okay, der Psychic. Er hatte schon die ganze Zeit Psychic und egal. Der hat keinen Bock, der Junge. Wann bekomme ich Rocks raus? Eigentlich jetzt auch. Ja, du kriegst gegen alles Rocks raus eigentlich. Ja, aber ich weiß nicht, ich will nicht gegen Gogas reinkommen. Alola Golem macht eventuell auch zu viel Schaden. Ja, es geht an sich, ja. Du kannst jetzt einfach Rocks legen, ist egal. Ja, er switcht schon mal aus. Okay. Lugu, jetzt. Okay. Ich würde den knocken. Knock auf den, einfach ja, knock auf den. Ich glaube auch. Wenn der Scarf weg ist, ist okay. Nice. Der Scarf ist ja weg, das heißt, ja, das wir können gut hier U-Turn. Ich würde hier sogar U-Turn. Ja. Wenn wir Speedtail gewinnen, wäre das sogar noch besser. Ich glaube, der knockt jetzt selber. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, wie... Ja, U-Turn ist der Play auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also die Kolberberry wäre... Die wäre halt ganz nett gewesen für Chinchino, falls der nicht auf Tail Slap gegangen wäre, aber... es ist okay, also wir können hier erstmal in Kangaskhan gehen. Ja. Ich bekomme halt Safe Fake-Out-Damage, und wenn er in Gurgas geht, dann frisst er erstmal diese Spikes, Rocks und muss eben diese Poison bekommen. Mhm. Und ja. Ja, von sich aus ist das ziemlich... Ja, der stirbt jetzt einfach durch Fake-Out. Ja, eigentlich ziemlich traurig. Nein, also das ist das Geile, ja, verfällt. Das Geile an dem Team ist halt einfach Hazard Stacking, und der hatte jetzt gar kein Remover, der hatte weder Spin noch Defog, und das punisht das Team halt auch. Wir haben einmal Ponyard für Defog und Mistravis halt für Rapid Spin. Ja. Und ja, okay, das war jetzt relativ einfach. Naja, gucken wir, wie der nächste Kampf wird. Gegen Stealth Bomber 16. Also ich will heute auf jeden Fall noch sehen, wie Quillfish einmal die Boost bekommt. Mindestens einmal. Ja, das will ich auch sehen. Ja, ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Also ich habe ein bisschen höher gelevelt, aber nicht so hoch. Also es geht eigentlich noch. Wir werden schon immer bessere Gegner bekommen, aber es wird schon passen, denke ich. Ja, du kriegst allgemein jetzt relativ viele Punkte noch in der Alpha. Da kann jetzt alles dabei sein. Können halt gute Spieler dabei sein oder auch schlechte. Er hat Liverny. Stick Grabs. Aber was macht er eigentlich gegen Ponyard? Er hat Hippo.
Der Hippo, der hat halt Superpower aber auf Stoutland, dann wahrscheinlich. Ja, aber ganz ehrlich, ich leg trotzdem T-Spikes. Weil T-Spikes sind diesen, ich weiß nicht, die sind in die Matchup einfach viel zu gut. Ja. Also der wird jetzt selber seine Rocks. Auf Flareon wird er wahrscheinlich Toxic Orb haben und dann dieses komische, wie heißt es? Ist es Guts, ja, ne? Ist ja doch Guts. Ja, aber die Sache ist, einmal, wenn wir die normale Poison bekommen, dann macht das die ersten Runden erstmal mehr als Toxic, das heißt. Also EQ macht halt auch nichts. Das heißt, also ich denk mal, den nächsten EQ leben wir. Kennt er dich? Oder ist das einfach nur ein. Ich weiß nicht, ist das ein Deutscher oder schreibt einfach nur High N, weil du N heißt? Ich werde einfach zurückschreiben, ist das okay. Okay, ja. Nevermind. Willst du toxische Poison kriegen, also Doppel-T-Spikes oder willst du jetzt Spikes legen? Ich mag die normale Poison lieber in dem Matchup. Ja, okay, der hat doch nichts, was dich wirklich storen kann. Der hat jetzt keinen Morlord. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich einfach Spikes legen. Yep. Okay, hat Rocks gelegt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in EQ-Range sind. Wahrscheinlich nicht, weil Rocks halt wahrscheinlich genauso viel macht. Ja, okay, das macht ja gar nichts. Das heißt, wir können noch einmal spiken. Mm. Und danach können wir Endeavor drücken. Ja. Und dann ist Hippo auch schon low, also. Okay, geht raus. Jetzt verstehe ich erst deinen Namen. Mini-Dicky, sind das nicht diese von, das ist nicht von Kinder, aber diese Hippos? Die man essen, weiß, welche ich meine, oder? Kann sein. Saitama, warum, das ist nicht One Punch Man. du kannst ja trotzdem Endeavor sein Sash brechen. Ich will zuerst protecten, weil, dann kriege ich mehr Damage, weil ich einmal Sand Damage bekomme. Oh, ja, okay, sorry. Ja, du bringst ihn halt auf 50%. Auf weniger. Ja, die Glaskanone Kadabra macht halt trotzdem nichts, aber egal, das geht, passt schon so. Jetzt einfach Endeavor. Der Sash muss Hauptsache, weg. Genau, Hauptsache der Sash ist weg. 40%. Okay, der hat mehr. Stimmt, der hat ja keine Death, aber dafür hat er mehr HP. Da war ja was. Ich kann hier einfach in Kangaskhan gehen und. Ja. Nichts hindert mich jetzt dran, Fake Out zu drücken. Ja, und wenn er in Hippo geht, dann kriegt er halt direkt die Poison. Das ist richtig. Das ist schon mal nice. Ja. Vor allem, er hat auch irgendwie keinen Remover. Braucht er auch nicht. Ja, irgendwie. Weil er hat halt die Venny. Ja. Okay, wenn das Max Speed ist, dann wird das ja, eben outspeeden. Oh, ne, der ist Defensive Rock. Oder meinst du, der ist Max Speed, Max HP? Der sollte Max Speed sein, Max Attack und einfach Stick Webs legen. Aber es ist fein, wer einen Pony hat. Ich will ja irgendwie auch einfach Double Edge drücken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, drück mir das einfach weg mit dem. Zack. Okay. Gut. Ich weiß, ich habe das Gefühl, wenn du gegen Leute spielst, die dich kennen, dass sie sich nochmal ein bisschen mehr anstrengen. Vor allem, wenn du jetzt gesagt hast, dass das eine Aufnahme ist, dann will er wahrscheinlich jetzt nochmal alles geben. Mal gucken. Also, gegen ihn wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen, Felsdinger rauszubekommen. Einfach, weil wir keine Endeavor mehr haben. Okay, ich glaube, das killt schon. Willst du Suckern? Ja, das killt auf jeden Fall. Ja, ich will Suckern. Okay, dann drück mir Sucker Punch. An sich sollte er wissen, dass wir das haben, aber was soll er im Gegenzug machen? Wenn er jetzt Sub drückt, dann ist er einfach. Holy shit. Dann haben wir ein Problem. Ja, es kommt auf die Coverage an. Es kommt wirklich auf die Coverage an. Und. Okay. Nice. Er hat versucht zu doublen. Und das ist gut für uns, denn. Weil Hippo uns nichts macht, können wir einfach in Mistrevious gehen, theoretisch. Du kannst auch, wenn du Rocks legen willst, vielleicht für Flareon noch, oder was weiß ich, wenn du Ship noch haben willst, kannst du auch Rocks legen. Ja, an sich hast du recht. Ja. Slack-off. Das ist fein. Ich meine, er hat auch keinen guten Switch in Mesprit. Mero. Ja, das wird eben Guts haben, aber ja. Er wird hier Fassade drücken, also. Wir haben. Willst du Miss Travis gehen? An sich könnte alles drücken. Ne, ich habe auch ein bisschen Angst vor Flame Charge, glaube ich, als die Attacke. Ja, okay, dann sacrificen wir lieber Mesprit, glaube ich. Ich meine, es ist noch ganz nett, weil wir noch einen Hit tanken von Stoutland oder Kadabra wahrscheinlich, aber es lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, es hat einfach so viel für Death. Okay, er hat Hebel. Hebel? Okay, dann ist es defensive. Dann hat er kein Guts. Holy shit. Dann hat er Flashfire. Dann hat er kein Guts. Sollen wir Knockoffen? Wir haben gerade den Spedeathrock gekriegt. Achso, ja, stimmt, ja, okay, dann einfach Psychic. Ich glaube auch. Und der hat keine gute Psychic,
Antwort, okay, at Wish. Jetzt würde ich Nook offen. Für Kadabra. Ja. Oder willst du Jutin? Ja, okay, er hält sich selber hoch. Es ist fein. Ich wüsste nicht, welche Attacke er einsetzen könnte. Okay. Ah, natürlich, Lava-Plume. Okay, das ist Lava-Plume. Ja, das ist fein, das ist okay. Ja. Naja. Hier muss er eigentlich auf Wish gehen. Wir können jetzt einen aggressiven Play machen und einfach in Quillfish gehen. Denke ich mal. Kannst du U-Turn. Ja, das stimmt. Dann U-Turn? Jetzt. Oh, nice Crit! Oh, der meldert. Naja, er hat mich geburnt. Mit Lava-Plume, oh nein, Hex. Oder an sich können wir auch in Mysterious gehen, aber ich glaube, wir gehen zuerst lieber in Quillfish. Er hat gewischt. Da er defensive ist, sollten wir auch so schneller sein. I guess. Ja, warte mal kurz. Okay, der ist schneller. Nein, er hat nur Protect. Nein, er hat Protect. Okay, never mind. Ich war gerade ein bisschen. Das ist egal, also. Er hat keinen guten. Okay. Nessie. Er hat natürlich den Absorber hier. Aber es ist okay, wir können Nesbitt zacken, glaube ich. Der ist trotzdem auf. Oh lol, ey, dieser Hazards, ne? Holy shit. Ja. Okay. Oh, er ist Lapdance. Das habe ich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Richtig. Ist er dann Waterfall? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Body Slam oder so? Ich weiß nicht. Was ist das? Könnte Waterfall haben. Ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, weil ich immer noch Kangaskhan im Backup. Und ja, Ponyard. Und Ponyard. Vielleicht ist der Dragon Dance Rest Talk, das wäre jetzt gewesen, aber. Ja, aber dann hätte er es jetzt drücken müssen. Ja, das ist richtig. Okay, Fake Out. Da geht die Water Immunity weg, das heißt, ein Quillfish könnte sogar tatsächlich irgendwas machen. Ja, Aqua Jet halt, ne? Ja. Ich meine, Kadabra hat einfach gar keine Depp. Gar keine Depp, also ist. Depp, ja, Depp hat es gar nicht. Es ist Kadabra. Okay. Saitama. Weißt du, wer will wieder doublen? Ich würde einfach trotzdem Sucker Punch drücken, damit verliert man nichts. Ich will trotzdem Sucker Punch drücken, ganz ehrlich. Ja. Sein Team ist ziemlich interesting, also. Er legt Webs. Aber irgendwie hat er schon Speed Control mit Hippo und Stoutland. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Und zack. Nice. Also, keine Ahnung, das Einzige, was jetzt noch gefährlich sein könnte, wäre wirklich Stoutland. Aber wir haben halt genug Prios, um den halt mit Toxic, um den down zu shippen und zu killen irgendwann. Und ich weiß noch nicht mal, ob ein Knirscher unbedingt killt. Also okay, wir können mit Restraves nichts machen. Wir können ihn ja nicht burnen, never mind. An sich will ich hier trotzdem Mysterious gehen, weil ich einfach taunten kann. Und ja, okay. Ich kann mir halt Kangaskhan aufbewahren, einfach weil wir damit Fake Out spammen und Sucker Punch spammen können. Ja, der muss halt Slack offen. Das ist richtig. Okay, drück EQ. Okay, oder dann drück mir hier Taunt. Ja. Nicht, dass ich dich hochhalt hier. Willst du das Shadow Ball drücken? Ja, ich meine, das Einzige, was er machen könnte hier, wäre ja Rock Slide. Boah, Alter. Weißt du, ich habe jetzt übersprungen. Man sieht einfach nur den Schaden, dann gucke ich Shadow Ball 17%. Ja. Egal, ich taunte ihn. Kein Wish für ihn. Alles gut. Ja. Und ich denke mal, Shadow Ball wird killen. Ja. Ja, ich meine, Stoutland wird nicht mehr gut reinkommen. Einfach weil wir auch die T-Spikes gelegt haben und die werden uns in dem Match auch weiterhelfen. Er muss hier eigentlich in Hippo gehen. Ja. Und jetzt kannst du ihn halt einfach wieder taunten. Du verlierst damit nichts. Er geht wahrscheinlich jetzt direkt in Stoutland. Nee. Das ist gut jetzt, weil dadurch haben wir eine Runde Sand auf jeden Fall gestallt. Ich drücke einfach Shadow Ball. Ich meine, wenn er jetzt in Stoutland gegangen wäre, dann wäre das nicht so schlimm. Hätte er halt eine Runde Poison haben müssen. So, der hat. Der muss jetzt Knirscher drücken, ne? Ja, aber ich kann das einfach hier sacken. Wenn er hier. Kannst du aber nochmal Pain splitten. Wenn er predicted, also wenn er wirklich overpredicted, dann kann ich hier Pain splitten. Ja, das sollte eigentlich gewonnen sein. Ja. Ich meine, wir haben Quillfish. Genau, wir haben Quillfish. Quillfish für den -1 Drop. Wir haben dreimal noch Prio, Sucker, Fake Out, Sucker und Aqua Jet. Also ich würde auch einfach direkt in Kangaskhan nehmen. Ja, das ist egal. Ja, an sich ist egal. Okay, drück Wild Charge. Wild Charge. Sehr interessant. Ich drücke einfach weiter. Fake Out. Und dann das Sucker Punch. Also. Ja, okay, der stirbt jetzt auch durch die Poison. Also selbst, da kannst du selbst EQ drücken. Das ist gewonnen. Ob der 2-0 oder 3-0 ist egal. Ansicht, aber ich drücke trotzdem Sucker Punch. Also ich will einfach, dass mein Kangaskhan lebt.
Gut, da sind wir wieder, hier zurück, weil ich ganz kurz weg musste und, naja, ich denke mal, wir können einfach weitermachen. Bis jetzt funktioniert das Team ja ganz gut, also es hat funktioniert, I guess. Also, es sollte funktionieren sowieso, einfach weil wir hier T-Spikes und Spikes und Kangaskhan haben und das ist halt immer gut. Das war schon im NU immer gut, dann wird es auch im PU gut sein. Ja, vor allem mit Kang. Kang ist halt einfach ziemlich gut im Pio, weil du hast eigentlich gar nichts, was du da so wirklich rein switchen willst. Du hast Vileplume, du hast Quagsire, so dann hört es auch schon langsam irgendwie auf. So, das Mon ist halt ziemlich stark. Ja. Und es ist auch einfach geil. Ich meine Silk Scarf und dann Double Prio, EQ. Das ist, oh, da sehen wir schon mal das erste Rain-Team, Hail-Team. Das ist... Oh! Das ist einfach Setup mit fast jedem Mann. Ja. Ah. Vor allem Z Happy Hour Malamar. Okay, das wird tough. Eklig. Das wird ziemlich tough, I guess. Aber ich muss mit Whirlypeed leben, ich muss einfach. Und ja, also entweder drückt jetzt direkt Blizzard oder drückt einfach straight Stealth Rocks, wovon ich jetzt mal ausgehe. Sollte ja. Ich will halt wirklich Toxic Spikes für Barbaracle und Malamar rauskriegen. Er wird halt in Alola Sandslash gehen. Und ich weiß nicht, ob er sofort Aurora Whale drückt und dann Rapid Spin, aber da haben wir halt Miss Dravis. Schauen wir mal, was er macht. Okay, er lässt uns Endeavorn. Das ist noch besser. Er hat kein Ghost-Type. Jetzt hat er uns geankert. Encored, das ist aber egal, wir können einfach nochmal Endeavor drücken. Okay, wir haben sogar ein bisschen Hell gestallt, was ziemlich geil ist. Warte mal. Auroras, ne? An sich? Ich mach mal Enyo Stealth Rocker. Da er hier als sein einziger Hazard Mumbo. Felsdenker killt. Echt? Ja, Meinst du, er hat den Rock zum Hail verlängern? Ja, dann glaub will schon. Ich eher Mesprit gehen. Ja, irgendwie. Ich glaub schon. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt den killen, dann sind wir auf plus 3 und Sandslash, warte. Dann muss er nämlich entscheiden, was er macht. Entweder killt er uns sofort, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ja, aber du musst auch überlegen, die andere Sache ist, sein einziger Hazard Removal ist eben Alola Sandslash. Und wenn wir hier Rocks legen, dann ist das halt ziemlich geil. Ja, also... Ich meine, Aurora kommt einfach auch nicht mehr rein, von daher ist es voll egal, ob er jetzt rauswitcht oder nicht. Mhm. Plus 3 Waterfall macht einfach. Boah, das ist so krass. Ja, dann drücken wir jetzt Safe Rocks. Keine Ahnung, ich habe das halt als Chance gesehen, da Felsdinger zu drücken, das ist halt immer nice. Weil dann hättest du wieder halt instant gewonnen. Der hat dann nichts gegen. Naja, er hat eben Alola Sandslash. Und das wird halt tanken. Ja, wenn das jetzt wirklich diesen Rock hat für Hail Verlängerung, dann schon, aber hätte das jetzt nicht, wenn wir jetzt sehen gleich, dann wäre das halt schon Game gewesen. Ja, das stimmt halt wirklich. Okay. Und? Er hat ihn nicht! Es ist okay, Ich hab dich geklatscht. Wie so ein Volltrottel. wir können jetzt ganz geschickt spielen. Wir können jetzt irgendwas. Wollen wir nicht einfach Mesprit checken? Was macht Mesprit noch auf der Range? Es könnte noch Gallade checken, aber es macht halt auch nicht so viel in Return. Willst du jetzt einfach Rocks drücken die ganze Zeit, bis er dich killt? Oh, er hilft uns sogar, okay, er hilft uns. Bitte. Ah, nein. Egal. Nein. Ah, du Idiot. Es ist okay. Idiot. Wow. Warum? Na, das war schon obvious. Warum hat es auch, hey? Das ist mir jetzt das zweite Mal, ne, dritte Mal passiert. Egal, das ich kann Will-O-Wills drücken. Ja. Komm schon. Ja, okay, das ist gut. Okay, kann ich hier einmal Pain splitten? Pain split? Nice. Yep. So, eigentlich müssen wir Miss Dravis sacken mit Shadow Ball, dann Fake Out plus Sucker genau. Killed. Geht in Malamar. Ich muss ihn taunten, glaube ich. Ja, er muss ihn taunten. Sind auch schneller. Ja, Z Happy Aura kommt halt trotzdem durch. Stimmt, das habe ich voll vergessen irgendwie. Ja, das ist ein Problem. Aber wir haben T-Spikes, also. Der kann jetzt Miss Dravis killen, dann gehen wir halt in Kangaskhan, drücken Fake Out. Falls er halt irgendein komisches Rest Talk Set war, dann haben wir das jetzt auch erledigt.
Oder halt einfach nur Rest. Obwohl. Aber die sind meistens dann, wie heißt es hier? Superpower, Psycho Cut und, genau. Knockoff. Gefahr nochmal abgewendet hier. Ist weg. So, Hell kriegt er auch nicht mal raus. Ja. Sollte er nicht. Glade. Ja. Ja, wir töten ihn halt einfach mit EQ. Weg mit dir, zack. So, Glade. Also, ich weiß, dass. Sind wir schneller als Glade? Der mit den vier Händen. Wenn er Max Speed ist, dann nicht. Dann sack mir hier einfach Messbrit, weil Messbrit gar nichts mehr macht. Ja. Ich weiß nicht, ob der Shadow Sneak hat. Ist egal. Hoffe mal nicht. Oh. Einfach Gesword Stance. Nice. Ja, einfach U-Turn drücken. Oh, der hat sich selbst gekillt. Nice. Also, wir können jetzt Quillfish gehen. Und einfach Waterfall drücken. Weil wenn er jetzt in, ja, ich glaube, das ist cool. Ja. Ich glaube, das ist fein. Wie viel macht Waterfall? Ja. Der macht halt keinen Schaden. Genug. So, jetzt Aqua Jet. Warte mal. Aqua Jet also, ist, glaube ich, es ist wie ein Rollout. Aber ich würde trotzdem riskieren. Ja, weil. Ja, nice. Naja, es ist, sieht halt so aus, ne? 34, davon die Hälfte ist halt 17. Und das wird halt sowieso meistens aufgerundet. Also, das war wahrscheinlich 16,5% oder sowas. Ja. Ja, das. Aber das war der Play. Und er muss jetzt eigentlich Shell Smash drücken. Und hier. Und dann drücken wir einfach wieder. Okay. Ja. Quillfish macht auch ohne Felsdinger was. Gut zu wissen. Also, das Ding ist halt auch bei vielen auf der Ladder, die denken halt einfach, okay, Quillfish, das ist defensive mit Skull, T-Spikes. Weil die Leute merken, also, ist es halt so. Das ist halt das meistgespielte Set. Und keiner rechnet mit Life Orb. Max Speed, Max Attack. Seine Water Quillfish. Resistance ist eben sein Alola Exeggutor. Und da können wir eben einfach mit Poison Chap cleanen. Also ja, ich würde einfach wieder Whirlypeed leaden. Das ist okay, ich will Toxic Spikes legen. Das ist kann schlimmer sein. Ja, Taunt. Ja, nein. Okay, lol. Selbst wenn, dann kriegen wir halt einen Endeavor raus. Der hat aber Taunt. Drück einfach Protect und dann nochmal T-Spikes. Einfach Spikes. I guess. Okay, drück einfach direkt Edge. Auch okay. Ja, T-Spy. Jetzt hab ich getroffen. Oh, okay. Wir können den Quillfish gehen. Oder wir können den Messmit gehen. Ja, wir können. Also, der hat Lumineon und der wird auf jeden Fall Defog rausbekommen. Und ich weiß nicht, ob wir mit Ponyard halt genug Schaden machen auf alles, um das irgendwie effektiv zu nutzen. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil der ist auf jeden Fall Stash. Ich glaube, wir können den Quillfish gehen. Ja, ich würde ich auch sagen. Weil der kann dem nicht so viel. Dann drücken wir Aqua Jet und dann Felsdinger. Waterfall und Felsdinger meine ich. Oder Fall. Ja, ach, keine Ahnung, Mann. Einfach Waterfall. Ja. An sich, eigentlich könnte man sich schon beim Matchup denken, dass Quillfish irgendwie offensive sein muss. Also irgendwas anderes, weil Whirlipede irgendwie unser Spikes und T-Spikes-Set ist. Ja, das wollte ich eigentlich auch vorhin sagen, aber das merken die Leute halt irgendwie nicht. Sollen wir Felsdinger drücken? An sich. Wir haben die Chance jetzt, wir müssen das. Ich bin immer gierig. Ja, nice. Ja, easy! Nice. Ui, nice. Jetzt geht das durch. Jetzt geht's halt wirklich durch. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, aber es geht durch. Der kann eigentlich jetzt schon Slash for Fate drücken. Nice. Der ist schneller. Okay. Ja, aber. Wenn er jetzt irgendwie defensive. Wir müssen Aqua Jet drücken. Wow. Oh, das ist einfach an, ey. Ja. Nice. Das ist, Game. Das ist eigentlich so dämlich, dass es funktioniert. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ja, drück Machtpunch. Ne, noch nicht mal, okay. Ui. Okay. Also einfach Aqua Jet, Wir kriegen noch zwei Kills. Ja. Außer der ist Fake Out. Okay, das ist aber fein. Okay. Halt, Quillfish hätte gar nicht mehr so viel machen dürfen, wie es gemacht hat. Ja, er hat halt nichts mehr gegen Pawn, er hat jetzt. Ja, wir können jetzt auch einfach in den Kangaskhan gehen. Ja. Nice. Schade, dass das nicht gesweept hat. Das hätte ich gern gesehen. Aber es ist schon okay. Also, der Stone Age Miss war halt ärgerlich für ihn. Aber, mein Gott, es passiert halt. Und es hätte uns halt nicht gekillt, sagen wir es mal so. Außer er hat gecrittet. Ja, richtig. Und das war eben die Chance, sagen wir es mal so. Wir hätten auch anders gewinnen können. Boah, guck dir diesen Schaden an.
45% ist Fake-Out. Sag doch mal, ja. Boah, Kangaskhan, du bist so ein Monster. Dominion? Eigentlich können wir drinbleiben, oder? Willst du etchen? Ich will etchen. Das macht immer noch so viel. Ja, okay, er hat gescoldet. Alles ist fein. Ah, nochmal Double Edge. Wir werden Alola Executor auf jeden Fall genug Damage machen, dass es eben am Poison irgendwann stirbt. Nice. Ja, nice. Cool. Ja, das war Quillfish, Kurdo rausgenommen, zack. Da hat man Felsinger doch noch einmal gesehen. Egal. Beef Dreams, ich glaube, gegen den habe ich heute schon gespielt. Okay, kennst du noch sein Team? Nee, das ist ein anderes Team, was er jetzt spielt. Warte, ist das eigentlich schon Ground-Type? Also Vibrava? Vibrava, ja, das ist Ground-Type. Das ist aber kein Dragon-Type, oder? Gute Frage. Oder ist es schon Dragon-Type? Nee, ich glaube, das ist schon Dragon-Type. Ja, das ist schon Dragon-Type. Also Trapinch ist ja nur Ground-Type. Stimmt. Nein, das war eine blöde Frage. Natürlich ist es Ground-Type. Vibrava. Egal. Ja, wir haben es nochmal. Zack. Da. Egal. Die Sache ist, wir können hier einfach Spikes legen. Und wenn er versucht, Rocks zu legen, dann hätten wir halt einfach ihn forciert zu defoggen irgendwann. Okay, das könnte gefährlich werden. Es passt. Wenn er jetzt nochmal Body Slam drückt, dann ist nice. Das ist nicht so nice. Lass mal überlegen. Der ist plus 2, der hat gerade mit Body Slam. Der muss auf plus 3 gehen. Ich glaube, wir müssen jetzt in Mysterious gehen, hart. Ja, der könnte Scrappy haben, aber... Ja, wir müssen trotzdem. Ist okay. Willst du jetzt Will-O-Wisp oder taunten? Ich will direkt Will-O-Wisp. Danach können wir immer noch taunten. Ja. Okay, er hat Scrappy. Das ist okay. Like, wir werden erstmal taunten und dann können wir einfach Pain splitten. Ja. Das ist halt einfach der Konter. Das ist halt einfach so geil, das Mon. Wellipede nicht noch einen Hit? Ich glaube schon. Ja, ich glaube nicht unbedingt, aber es ist okay. Oh. Ach stimmt, wir haben ihn geburnt. Ja, stimmt. Da war ja was. Endeavor. Ich glaube selbst dann, der ist auf plus 3. Ja, okay, nee, hätten wir nicht. Jetzt müssen wir wieder Miss Dravis für... Ich würde einfach Kangaskhan gehen. Ja, okay, das geht auch. Fake Out und dann EQ oder sowas. Weil er hat ja kein Scrappy, von daher macht Burn auch mehr Damage. Also, weil er kein Fickfett hat. Macht Burn nicht immer gleich viel? Oder macht er bei Fickfett weniger? Ja, bei Fickfett macht er weniger. Lol, okay. Okay, er hat Vibrava. Double Edge könnte killen. Nee, an sich sollte es killen, einfach weil Double Edge dreimal so stark ist wie Fake Out. Ja. Okay, ciao. Crit mattert nicht, Okay, Crit. Mattert nicht, alles gut, keine Hex. Es ist halt so, es mattert nicht, weil Double Edge einfach dreimal so stark ist wie Fake Out. Folglich würde es auch dreimal so viel machen. Okay, der drückt Sucker, aber das macht nicht so viel, wir könnten... Ja, die Sache ist, wir brauchen Damage auf dem einfach, weil er hier einfach Knock-Off drücken kann. Ja, Knock... Boah, guck mal, wie das killt, ey. Kangaskhan ist ein Monster. War vielleicht live oder killen wir auch so mit Evalid? Ich habe jetzt keine Lust dazu kalken, das ist egal. Oder soll ich das kalken? Ich glaube nicht mal. Das ist egal. Ich meine, mich hat's nur interessiert. Ja. Ach, guck mal, Beef Dreams, das zweite Mal gegen mich verloren. Das ist traurig. Gegen uns. Guck mal, der gibt Punkte. Ja, nice. Also ein Match suche ich noch auf jeden Fall. Vielleicht treffen wir ja Stall. Boah, Stall wäre, dann müssen wir die Spikes legen. Ja, vor allem, und einfach hoffen, dass er kein Quacksire hat. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich habe ja jetzt auch schon öfters halt Pio gespielt und da habe ich auch gegen Sableye gespielt, ne? Und ich dachte ja, okay, Sableye... Ist ja ein Ponyard, konnte eigentlich wegen Willow, wegen dem Prio-Willow, aber wegen Strolch, also Prankster, wirkt ja nicht auf Unlicht-Pokémon, das heißt, er kann Ponyard nicht hören. Ja, das ist echt cool. Das ist geil. Wie machen wir das am besten? Irgendwie will ich mir Mespelin. Also, ich sehe es so, wenn wir Silvelli auf dem Parting-Shot trappen mit Ponyard, dann kriegt er auf jeden Fall die Damage. Warum macht mir dieses Kling-Klang so viel Angst? Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, ich muss doch mit Whirlipede leaden. Ja. Okay, mit Quillfish, der will den Burn haben. Auch. Ja. Einfach Spikes legen. Okay, kick den Burn. Das ist aber noch okay. Das ist wirklich das ist fein. Okay. Ich meine, wenn er nochmal scoldet, dann kriegen wir einen Endeavor raus. Also er sollte jetzt nicht Psychic drücken. Eigentlich Rocks, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Wir haben einfach drei Legionen. Ja, das ist, ist okay, das ist fein. Das ist okay, das kann schlimmer sein. Ich kann hier einfach in Kangaskhan gehen. Kangen. Quillfish. Boah. Ja, okay, jetzt Rocky Hammett. Das ist. Ja, Mesprit, Rocks. Wir pressen einfach unglaublich dadurch, einfach, dass wir jetzt Rocks und dreimal Spikes draußen haben. Sollen wir den knocken? Ich meine, wir verlieren unsere Cobra, er verliert seine. Ich glaube, er wird zuerst rocken. Ja, passt schon. Und jetzt können wir U-Turn. Das. Wobei, er ist schneller, oder? Nein, passt. Okay. Ja, also er ist schneller. Ja, das ist sogar sehr gut. Boah, guck dir diesen Schaden einfach an. Okay, sehr interessant. Warum heißt der Supercock? Gute Frage. Ich kann hier einfach in Mysterious gehen. Ist Mysterious schneller als Klingfern? Ich glaube schon, ja. Ich will halt nicht, dass Klingfern Setup bekommt. Ja, oder Sub. Obwohl, Taunt geht durch Sub durch, ja. Ne? Oder? Ja. Mesprit, boah, der Schaden. Also, wir sollten ihn eigentlich killen. Er sollte nicht Max Speed sein. Ja, er sollte Speed Investment gehabt haben, aber er sollte nicht Max Speed sein. Ich glaube, der hat. Okay, Sylvain. Das ist Ghost. Der ist Ghost. Weißt du, er drückt jetzt Multi-Attack oder soll ich ganz dreist in Kangaskhan gehen? Ja, und dann den Ponyard. Trust. Trust, pass auf, jetzt Ponyard. Ja. Hat keine Kampfattacke, der drückt Parting Shot. Jetzt muss er in Hitmonchan gehen. Ja, ich meine, das bringt uns nichts, aber wir haben ihn einfach getroffen. Nein, es lässt Hitmonchan T-Spikes und sowas bekommen. Ja, nur Spikes. Einfach Mysterious gehen. Okay, er drückt Mud Punch. Noch besser. Denn jetzt kriegen wir einen Will-O-Wisp raus. Ja. Der wird jetzt einfach, glaube ich, Quillfish sacken. Das könnte gar nicht besser laufen. Jetzt können wir einfach die ganze Zeit Shadow Ball drücken. Okay, ja, okay, verfated. Och Mann, ey. Schade. Was ist los mit euch? Ja, es ist schon schade. Ich glaube, einen Match können wir noch suchen. Eins noch. Ja, okay, komm. Einer geht noch. Einer geht immer. Ich meine, das ist halt ein Offense-Team. Mit Offense in PU geht's halt ziemlich schnell. Vor allem bei dem Team einfach, wenn Quillfish einfach alles sweepen kann und eben keine gute Water Resistance vorhanden ist. Sowas wie Alola Exeggutor oder Luminion. Wie viele Matches haben wir jetzt gesucht? Ich glaube 5. Aber es ist okay. Okay, mit Choke. Und drei von denen haben sie einfach verfated. Okay, mal Choke. Das habe ich ehrlich gesagt lange nicht mehr gesehen. Das ist okay. Ja, Togetic, Defogger. Torterra könnte Rock Punish. Ja, das Einzige SD sein. An dem Team, was mich stört, ist eben, dass wir keinen Ground Tap haben. Kann das SD? Weil kannst du Rock Punish? Ich glaube, es kann gar kein Torterra, SD. Torterra, das kann SD. Torterra? Das kann. An sich könnte er sogar Triple SD sein, einfach auf Samurott, Cypher. Wo er eins von denen irgendwie Scarf sein muss. Ich glaube, Cypher ist Scarf. Würde ich mal davon ausgehen. Oder Manectric. Manectric könnte. Ja, ich glaube, das ist Specs, aber. Ich denke auch. So oder so werden uns trotzdem Spikes helfen. Ja. Das ist schwierig. Also, er könnte jetzt schlau spielen: Waterfall und dann SD drücken für Aqua Jet. Er könnte. Okay. Macht's auch schlau. Er hat uns gefinscht. Das ist okay, jetzt kann er uns nicht nochmal finschen. Ja, willst du trotzdem T-Spikes legen? Ich will normale Spikes legen. Oder? Wobei, T-Spikes sind eigentlich auch gut. Aber ich glaube, ich will trotzdem normale Spikes legen. Einfach weil ich Manectric's Void Switch bestrafen möchte. Ja. Samurott könnte. Das könnte jetzt noch tricky werden. Das ist fein, solange wir Quillfish haben. Sollen wir Endeavor drücken? Ich meine, der drückt jetzt Aqua Jet an sich. Also muss er machen, das ist eigentlich sein Play jetzt an der Stelle. Wir können auch einfach hart in Quillfish gehen, glaube ich. Ja, das können wir auch machen. Ja. Okay. P-Jab? Ja. Einfach um Schaden auch zu kriegen. Und er hat auch eher keinen Switch in P-Jab, also. Nee, hat er, also ja, hat vielleicht habe ich auch Glück so. Und er geht einfach in Togetic und denkt, dass wir ihm nichts machen können. Der denkt sich so, okay, der legt jetzt T-Spikes bestimmt. Oder genau, der genau. Skull drücken, das wäre einfach Premium. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden wir Togetic machen. Ich glaube, 50? Okay, geht Torterra.
Das habe ich mir gedacht, der ist left. Left. Wir können den Rallypeed gehen und einfach Endeavor drücken. Das ist fein. Okay. Warte, der hat keine Rocks, oder? Oder hat er auf den Rocks und wollte einfach nur jetzt EQ? Ich glaube, er wollte einfach EQ drücken, einfach Quillfish weg haben, weil es irgendwie auch nervig ist. Aber ich glaube, wir können jetzt Miss Dravis taunt. Das ist sogar besser. Ich wollte gerade einmal in Mesprit gehen. Aber ich finde das sogar besser. Ja, okay. Ja, aber ich will, also, wenn wir keine Rocks haben, ist schon mal gut, ja. Und irgendwas bekommt jetzt einen Wisp ab. Ja. Samurott? Ashok. Meinst, an sich könnte er gerade sein. Wir hätten es bedenken sollen. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, wo wir es gedacht haben. Aber an sich sollte er auch Dynamic Punch haben bei dem Team, okay. Das hat 8% jetzt gemacht. Rocks. Okay, er ist wirklich einfach Rest Talk und No Guard. Das ist okay. Wir kriegen okay, Psychic cool. Auch irgendwas. Ja. Ponyard. Das Schöne ist, dass wir einfach nochmal Rocks legen können. Ja. So, wenn wir dann auf plus 2 sind, dann... Dann müssen wir einen Head auf jeden Fall drücken. Er hat auch keinen guten Switch. Also. Samurott wäre eine Resistance, aber es wird es eben nicht gut tanken. Ne. Vor allem könnten wir dann Sucker und dann... Ich verstehe nicht mal, warum er da reingewechselt ist, einfach weil er Angst vor Taunt haben müsste. Okay, das ist noch besser. Ja, dann einfach einen Herd drücken. Ja, okay, das ist... Alles gut. Können wir... Ja, okay, jetzt kriegt er seine Rocks raus. Ja, ich meine, es könnte schlimmer sein. Wir können ja Mysterious gehen. Passt schon irgendwie. Ja. Okay, warum... Hä? Irgendwie verstehe ich das nicht. Ein Schock kommt rein. Ja. Dann kommt wieder unser Messpit rein. Und... Ja. Okay, ist nicht mal Restor. Jetzt könnten wir... Drück Knockoff. Straight Knockoff. Zack. Jetzt U-Turn. Ponyard. Iron Head. Yep. So, das ist nice. Und damit ist dann die Folge weg. Und Torterra sollte eigentlich auch sterben. Knockoff. Warte, wie viel haben wir vorhin gemacht mit Iron Head? Wir haben mit Iron Head 20 gemacht. Der hat ein Item. Wir sind plus 2. Soll ich das Kalk das besser? Ja. Besser ist es. Wir sind Adamant Max Attack. Ich denke so, nämlich, das sollte eine Roll sein. 252. Ich finde das richtig dumm, dass es nur Little Cup Sets gibt. Ja, das gibt. Stimmt. So, plus 2 gegen Tor. Torterra, wo ist denn der? Torterra. Da. In your tank. Knockoff macht 48 bis 57. Ja, das lasse ich mir schon. Das ist blöd. Obwohl, warte. 52 bis 62 machst du das. Also, es ist. Sollen wir es riskieren? Ich habe vergessen, Adamant einzustellen. Ja, ich denke, wir können das riskieren. Oh, was? Was? Wie? 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 Okay, was war das denn? Ich hatte schon im Gefühl. Ich dachte gerade irgendwie, ein Head wäre ein Mineral gewesen. Aber ich dachte mir schon, weil. Knockoff ist ja nur quasi 97,5 Base Power. Das heißt. Eigentlich nur 2,5 mal so viel wie ein Herd. Also, okay. wenn wir jetzt plus 2 sind. Okay, du. Also ist der Max Defense. Also der war komplett für Steph. Also, wir haben halt gelebt. Lol. Sollen wir suckern? Nein, er hat Aquadeath. Sind wir dann schneller überhaupt? Ich würde einfach quiffischen. Okay. Ich würde einfach quiffischen. Ja. Genau. Und jetzt wieder P-Jab. Ich vergesse das immer mit dem Prius. Ich weiß nie, wann Zucker durchgeht und wann nicht. Aquajet, nice! Okay, Aquajet und weg. Damit hat er nicht gerechnet. Okay, Cypher bekommt SD raus, wahrscheinlich. Wir haben genug Prio eigentlich an sich. Obwohl, der könnte Scarf sein. Also, sollen wir einfach Waterfall drücken? Sollen wir einfach in Mysterious gehen? Okay, komm. Das ist okay, bad. Der ist, yep. Willst du den noch safen oder willst du Ponyard zacken? Wenn er banned ist, würde ich nicht mal Ponyard zacken, glaube ich. Wobei, irgendwie schon. Ja, weil Miss Dravis ist halt noch ganz cool gegen Mashoke. Ja. Ja, Ponyard. Tschüss, Ponyard. Cypher ist jetzt ein Riesenproblem. Wir könnten Quillfish gehen auf minus 1
Ich glaube nicht, dass da ein Dingens killt. Ein Aerial Ace. Aber ich kann es auch gerne nochmal nachkalken. Wofür hat man den Kalk, wenn man. Sowas kann man halt immer nachgucken, ne? So, Choice Band. Minus 1. Aerial Ace macht 40 bis 48. Und wir kriegen Chip. Ja. Zack. Okay, Waterfall. Nice. Das heißt, ich würde Poison Jab drücken. Außer er darf halt nicht critten. Und wir können die Poison kriegen. Ich hab jetzt willst du P-Jab drücken? Okay, dann drücken wir P-Jab. Ich wollte eigentlich Waterfall drücken, aber das geht auch. Okay, warum killt das jetzt? Ist der Item in? Warum? Hä? Besteht die Möglichkeit? Verdammt. Okay, dann müssen wir erstmal Rocks legen. Also wenn er Adamant ist, dann hat er jetzt die absolute Mineral bekommen, weil das macht Adamant auf minus 1. Choice Band. 45 bis 53. Okay, die absolute Max Roll. Das ist. Holy shit. Richtig doof. Ja, damit kannst du halt nicht rechnen, ne? Okay, geht raus. Oh, das ist noch besser. Psychic? Yep. Psychic. Ich würde einfach Mysterious hacken. Ja, ne. Jo. Hydro Vortex. Und jetzt können wir einfach Fake Out plus Sucker Punch, genau. Sucker Punch. Weg. Haben keinen Chip genommen. Und. Willst du Double Action? Ich würde einfach direkt mit Mess-Mit gehen. Willst du Safe spielen? Jo. Jetzt ich denke nämlich, dass wir von Full noch ein Ding geben. Ein Aerial Race. Okay, wir müssen jetzt. Glück haben, dass wir mit der... Yep, nice. Ja, nice, weg mit dir. Okay, das ist cool. Ja, das sieht gewonnen aus. Okay. Das ist trotzdem gewonnen, alles cool. Wie gechoked. Das ist gechoked, der ist halt banned, wir können Sucker Punch drücken. Hä, was labert der? Ja. GG? GG. Gut. Der wollte einfach provozieren, dieser Schunz. Ja, hat aber nicht geklappt. Ja, er wollte einfach provozieren. Egal, also... Das Team war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, also vor allem dieses Felsdinger Quillfish, ich meine, es hat jetzt nicht ein Match komplett sweepen können, aber es ist auf jeden Fall geil. Ich mag dieses Team einfach. Ja, es ist halt einfach situationsbedingt. Ja. Wir konnten nicht optimal zeigen, wie es funktioniert, aber ich meine, man versteht schon, wie das eigentlich ablaufen sollte. So Endeavor erstmal, dann ist das man eben auf 1% und dann kann man eben meistens Felsdinger drücken. Wenn das nicht funktioniert, hat man halt immer noch Kangaskhan in the back, der halt, man sieht's, übertrieben Schaden macht und... Der mit dieser Doppel-Prio, Double-Edge-EQ, man trifft alles irgendwie neutral bis teilweise sehr effektiv und das ist einfach, das macht einfach Schaden ohne Ende, das Mon, das ist... Genau. Wir haben hier im Endeffekt nur gezeigt, wie man hier gegen Teams ohne gutes Matchup für Quillfish spielt, also das ist auch schon was, also ich denke mal, das war eine ganz schöne Live eigentlich, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Wertung da und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, ciao. Ciao.